Beim letzten Mal ist uns ein Licht aufgegangen. Wir können jetzt auch nachts lesen. Wir haben jetzt ein, ja, ein Funkel-Funkel um uns herum. Das können wir nach Belieben ein- oder ausschalten. Jetzt haben wir es ausgeschalten. Oder ist es wieder angegangen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, damit geht es jetzt weiter in den Vororten von diesem kleinen Städtchen hier. Wir kamen da aus der Kanalisation raus, haben hier viele Wege, die, ja, man könnte sagen, nach Rom führen oder aus Rom heraus. Und da machen wir jetzt weiter und schauen uns ein bisschen um. Wir haben ja auch eine Aufgabe zu erledigen. Ich weiß noch nicht mehr, wie die Aufgabe war. Ich glaube, wir mussten einen Quintus suchen. Oder finden, besser gesagt. Suchen reicht nicht aus, finden. Aber bislang haben wir den nicht gefunden. Der ist nicht da gewesen, wo er eigentlich hätte sein sollen. Aber ich sehe gerade, ich kann hier auf jeden Fall nach oben klettern. Aber da ist wohl... Da ist wohl kein Hochkommen hier. Frag mich, ob man über diese Planken hier gehen kann. Tatsächlich. Überraschung! Hier stehen ganz viele Texte rum und wir können mit denen leider gar nichts anfangen. Oh, Moment mal, vielleicht soll ich mich anschleichen. Those voices coming from upstairs. Did they mention Quintus? Wie, jetzt der Kollege da vor uns, der checkt gar nichts? Alles klar, ich mach mal die Tür auf. Der lässt sie nach hinten fallen und macht mir damit Schaden. Echt jetzt, ne? Großer Koloss hier. Ja komm, fall auf die Arschbacken. Achso, da muss ich ein bisschen näher ran, alles klar. Neuer Stufenaufstieg. Level 7, 2 Attributspunkte. Hier können wir ganz viel Ton zertappern. Naja, nee, doch nicht. Ah, es könnte sein, dass wir hier zu Quintus weiterkommen. Hey, Kollege. Ja, das ist ja blöd, dass du hier runterhüpfst. Das finde ich ja gar nicht nett. Naja, okay, er nimmt einen langen Weg. Auch das kann er gerne tun. Dann treffen wir uns unten. Viel aushalten tut er jedenfalls nicht. Hier geht es nochmal nach unten. Bevor wir nach oben gehen, schauen wir uns erstmal unten noch um. Hier ist doch noch ein bisschen mehr gewesen als... Hunde? Ich höre Hunde. Ich höre Hunde. Wie war das nochmal mit der Special-Fähigkeit? Hat sich das Thema nämlich ganz schnell erledigt. Questions. Got it, but he... What are you afraid of?
call him a monster. Most monsters look just like you and me. Real monsters are handsome, wear fine clothes, and speak sweet nothings. They are the ones who will eat you alive. If you don't fear them, why does this child scare you? I've made my decision. Let him go on patrol. I'm confident he'll become a more valuable asset than any of you. So, ja, wir sind auf. Ich habe ja auch oben links, ich vergesse immer, dass wir da die Quest auch angeschrieben haben. Sucht bei Quintus Lagerraum nach Quintus. Der Kollege, der hier gerade vorgestellt wurde, der hier so ein bisschen vor sich hingemurmelt hat, ich könnte mir vorstellen, dass das unser nächster Boss ist, den wir irgendwann noch treffen werden. Nicht mehr. Was auch immer es war, es lebt nicht mehr. Sind wir jetzt, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen. Ach, da hinten gibt es auch nochmal hier so Katakomben. Wenn ich das aber richtig sehe, dann ist der Weg hier versperrt. Ah, da kommen wir aber. Moment mal. Aha, okay, alles klar. Das war nur Säcke voll Mehl. Das sieht ja doch auch aus, wenn wir durchkommen. Hallo? Rotter-Symbol. Ja, Lagerraum, das ist doch genau das, wo wir hin müssen, oder? Sucht bei Quintus Lagerraum nach Quintus. Und das sieht ja doch ganz stark nach einem Lagerraum aus. Hier ist eine Tür. Und hier sind zwei Kollegen. Was haben wir denn noch an Waffen noch nicht gehabt? Ich schau nochmal kurz nach. Die Armreife hatten wir jetzt... Ich glaube, wir hatten mittlerweile alles schon mal durch. Ich würde nochmal den Speer ausrüsten. Oh, hoppla. Ah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das ist schlecht zum Kämpfen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir uns irgendwann die Heilung selber craften können. Habe ich noch was übersehen hier, bevor ich hier weiter vordringe? Das ist alles so verwinkelt hier und alles so weitläufig. Lass uns Aquädukt. Da geht's wieder nach unten. Und da kam ich ja nicht raus. Ne? Also das war nicht der Punkt, an dem ich hier vorgeklettert bin, glaube ich. Ihr müsst diese Tür von der anderen Seite öffnen. Ja, das könnte ein Shortcut sein. So, das haben Souls-like-Spiele ja auch gerne mal an sich. Ja komm, wir gehen jetzt runter. Ich wollte eigentlich oben jetzt auch nochmal gucken. Ach so, okay, wir brauchen... Ja, alles klar, dann gucken wir nach oben. Weil da war ja auch nochmal so ein Weg in diese Höhle quasi hier rein. Dieses Höhlensystem. Und hier gibt es, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu verpassen. Und ich hasse es, Dinge zu verpassen. Ich würde ganz gerne schon so ziemlich alles sehen, was ich finden kann. Da geht's mal nach unten. Wir klettern mal. Um nichts zu finden. Ah, Moment mal. Nee, das geht auch nicht. Das könnte jetzt auch so ein Ding sein, dass wir... Ach, Moment. Ah, da ist ja ein Durchgang. Dann sagt mir noch mal einer, dass da ein Durchgang ist. Ist hier überall so rangeschmiert. Das ist auch sehr, sehr, sehr mysteriös noch alles. Die Geheiligten der Schwarzen Straße? Ihr müsst sie unbedingt treffen. Ihr findet sie gleich hier die Straßen runter. Auf der ganzen Welt gibt es keine gütigere Person als die Geheiligte. Sie besucht mich sogar zu Hause, um mir Sternstaub zu bringen. Bei den drei, die Berührung dieser Hände werde ich nie vergessen. Ich wollte ihr ein Geschenk geben als kleines Dankeschön, aber ich kann so schlecht laufen. Würdet ihr es für mich überbringen? Natürlich, kein Problem. Ich danke euch. Ach, wenn möglich, erzählt mir doch bitte von ihrer Reaktion auf das Geschenk. Das lässt sich einrichten. Einfache Halskette. Wichtiger Gegenstand.
Was auch sehr interessant ist, dass die musikalische Untermalung hier sehr, sehr, sehr subtil ist bis hierhin. Aber wir hatten schon sehr viel, sagen wir so, Klavierklang, würde ich es jetzt mal nennen. Aber hier ist es mehr so ein leises vor sich hin drummeln. So, da haben wir, denke ich mal, eine Nebenquest hier aufgenommen. Gibt's hier? Kann man hier abspringen? Nee, kann man hier nicht. Schon gelesen? Nee. Flugblatt zum Resonatorgesetz. Für gleiches Recht und Zukunft, zu Sternit für alle. Wir schaffen eine bessere Zukunft. Jeder Bürger von Alphys sollte das Recht haben, Sternit zu verwenden. Wir arbeiten darauf hin, dass überall in Alphys öffentliche Einrichtungen gebaut werden, sodass auch Sklaven sie nutzen können. Wir wollen die Einstellungen für privates Sternit lockern, damit alle Bürger komfortabel und besser leben können. Mögen sich die Segen der Götter, die Sterne über das Land verbreiten. Der Sterne, der Sterne. Jetzt müssen wir hier, ich glaube hier oben war doch der Weg, wo es dann weiterging. Also Koordination ist noch nicht so meine Stärke. Hier waren wir auch schon drin. Genau, hier ging es auch nochmal nach oben. Quintus Lagerraum. Ach Gott, das ist der Lagerraum. Alles klar, war ich da noch gar nicht oben. Obwohl ich gar nicht draufklettern. Genau, hier haben wir den einen Kollegen erschreckt, der kam dann von unten, deswegen haben wir uns hier nicht mehr weiter angeschaut. Das ist ein Durchbruch. Help! Please! You'll pay for what you did, Quintus. I can explain everything. Just let me see Decimus. No more chances. Decimus said, you gotta die. Let him go! Haben die denn jetzt echt umgemorkst oder lebt er noch? Er zappelt auf jeden Fall noch, er ist noch nicht tot. So wie es aussieht. Was ist das denn für ein verrückter Kollege? Ist hier noch was? Nö. You're Quintus. Oh, thank you, kind stranger. I am Quintus. You saved me. I am forever in your debts and at your service. Good. I was sent by the adherents to ask you to uphold your word and tell me the whereabouts of the Shifting Stone. Huh? The adherents sent you? So they brought in an outsider to help them. How strange. Please, tell me more, friend. No, just tell me what I need to know. Oh, that's... I see, friend. How can this humble servant be of service, friend? Ich hoffe, ich kann beide Fragen fragen. Fragen, wo sich der Wandelstein befindet. According to the plan, you're to tell me more about the Shifting Stone. Right, right. You certainly are serious, friend. But the situation has changed. The Warats heard that someone wanted to take the Shifting Stone, so they moved it from their warehouse. Do you know where? Within their fortress, but you can't just waltz right in. You worry too much. So, what is your plan? It's clear why the mistress chose you. It's so strong. We should probably help each other out more. What do you mean? The mistress promised me that after I tell you about the Shifting Stone, I'll be able to freely enter and leave the shelter. Beyond providing information, I sometimes sell various goods. You would love them, friend. This is the first I've heard of any such promise. It was a private agreement. Of course you wouldn't have been privy to such information, friend. Great. So now I have to protect you, too. Don't worry. Just keep moving forward. I'll find a place to hide. This is getting more and more troublesome. I'll help you on your mission. It's no trouble at all. Oha, wir haben jetzt wieder ganz viel Dialogoptionen. Fragen wir... neben den ganzen Banden Geschäfte machen kann. Euch scheinen eine Menge Geschäfte zu gehören.
Quintus Lagerraum ist nur ein Name. Ich habe viele Geschäfte, die alle Quintus Lagerraum heißen. Ja, genauso wie das Pferd von dem Hexer immer Plötze heißt. Das Geschäft in den Schwarzen Straßen ist nicht das größte, aber ich hatte dort viele Wertsachen, die jetzt leider alle von Bara zerstört wurden. Aber die Schwarzen Straßen werden von der Bande kontrolliert. Es ist ein Wunder, dass ihr dort ein Geschäft betreiben konntet. Ach Freundin, ich habe meine Methoden, ich habe Unmengen an Kontakten und bin Experte im Schmuggeln. Deshalb konnte ich hier und dort und überall meine Geschäfte aufbauen. Freundin, falls ihr jemals mit mir Geschäfte machen möchtet, müsst ihr es nur sagen. Kümmern wir uns erst einmal um das aktuelle Problem. Gewiss, gewiss. Reden wir über die Streitaxt. Wie kommt es, dass sie tun und lassen kann, was sie will? Nun ja, das kann ich euch sagen, Freundin. Die Areszoi und die Soldaten haben die Schwarzen Straßen schon vor langer Zeit aufgegeben. Irgendwann hat Barad sich dann zum Herrscher der Schwarzen Straßen ernannt. Die Streitaxt hat angefangen, systematisch Ressourcen zu horten und die ganzen Leute der Schwarzen Straßen damit hineinzuziehen. So sind sie zu ihrer Macht gekommen. Was haben sie mit den Soldaten gemacht? Nichts. Andere Fraktionen haben angefangen, mit den Soldaten zu kämpfen und Barad hat sich das zunutze gemacht. Er hat die militärischen Lager geplündert und ihre Vorräte gestohlen. Jetzt, wo sie Macht haben, werden sie immer ehrgeiziger. Mit ehrgeizig meint ihr, sie tyrannisiert die Leute. Sehen sie lediglich als Werkzeuge, mit denen sie ihre Gier befriedigen können. Das ist euch auf dem Weg hier schon vorher aufgefallen, ja? In der Tat, diese Verbrecher gehen zu weit. Es wird noch schlimmer werden. Hier wird es jeden Tag chaotischer. Was ist bei eurem Lagerraum passiert? Barad dachte, ich würde euch helfen, den Wandelstein zu stehlen, also wollte er mir eine Lektion erteilen. Hat er ihn nicht zuerst gestohlen? Gewiss, gewiss, er muss jedenfalls überaus wütend gewesen sein, sonst hätte er es nicht auf Quintus, meinen Lagerraum, abgesehen. Er ist essentiell für mein Handelsgeschäft, mein Herzblut. Sie haben mich nur gefasst, weil ich so durcheinander war. Das ist ja furchtbar. Barad muss dafür bezahlen. Es war schon immer so. Das war nicht das erste Mal, dass er mein Geschäft zerstört hat. Was für ein Tyrann. Seid vorsichtig, Freundin. Ihr seid eine Fremde und trotzdem habt ihr mich gerettet. Das verrät mir genug. Barad ist nicht dumm. Er wird schon bald herausfinden, wer euch unterstützt. Schaut nicht so bitter. Ich verspreche, mich für eure Freundlichkeit zu revanchieren. Keine Sorge, wir werden es lebend herausschaffen. Was macht die Streitaxt denn noch, außer Menschen auszurauben und zu ärgern? Patrouillieren, Streit suchen, ihr wisst schon, alles was Banden halt so machen. Wobei ich ein interessantes Gerücht gehört habe. Anscheinend haben ein paar Mitglieder der Streitaxt einen Abwasserkriecher namens Harzange unter den innerstädtischen Wald gehalten. Warum sollten die sowas machen? Wer weiß, ich habe nur gehört, dass er zu wild geworden ist, unberechenbar, also haben sie ihn da unten eingesperrt. Schwer zu glauben. Warum soll ich euch anlügen, Freundin? In jeder Wahrheit steckt ein bisschen Lüge und in jeder Lüge steckt ein Körnchen Wahrheit. Mihi. Just tell me how I can get into their encampment. Leave the rest to me. They've probably raised their security by now, but luckily I'm here. Follow the tunnel behind me to get inside the inner city rampart. It'll be less guarded there. The inner city rampart was once held by the Legion, but pressure from other factions forced them to withdraw. Now, the Warlocks have taken it for themselves and built multiple passages. You can use them to get behind the encampment. So this will put me behind them? That's right, but the inner city rampart is very dark, and outsiders don't have vision as good as ours. Also, there seems to be a lot of flour left over from 1,000 years ago. Be careful, it's highly flammable. Flour that's been around for 1,000 years? Yes, because it's been cursed too. Finally, while you sneak in, I'll ask around and see if I can find where the stone's hidden. After everything that's happened, do you still want to come with me? You sure are eager. Well, they raised my shop. I would like a little something to ease my pain. Also, you will be leading the way. By the way, there's a small gift for you, friend. What is it? Why are you giving it to me?
Please, friend, don't act so surprised. It's highly valuable. I'm sure it'll be of great help to you. Elementarzauberit. Mit Elementarzauberit könnt ihr das Element eures Angriffes ändern. Jeder Gegner ist für ein anderes Element besonders anfällig. Erlangt die Oberhand, indem ihr das Element während des Kampfes wechselt. Ach, jetzt kommen schon wieder neue Kombinationen. Oben Y wechselt zum Astralelement. Oben B wechselt zum Feuerelement. Oben X wechselt zum Eiselement. Und oben A wechselt zum Donnerelement. One more thing. I piled up some obstacles to block the war axe. You can just clear them as you go. Oh ja, okay. So, das heißt, ich kann jetzt hier Feuer oder ganz normal wahrscheinlich, was war das? Irgendein anderes Elementar hier gerade, ich hab's jetzt gar nicht mehr im Kopf. Okay, gut, dann ich würde hier mal wieder die Dolche reinmachen gerade. Weil an denen bin ich, glaube ich, momentan am weitesten. Wir haben auch noch Attributspunkte, ich gebe mir nochmal ein bisschen Hitpoints. Und einen Talentpunkt. Ah ja, man sieht auch schon, es geht hier jetzt deutlich weiter. Linke Schritte. Ersetzt eure Ausweichrolle durch eine schnellere Ausweichaktion mit kürzerer Unbesiegbarkeitsdauer. Erhöht die maximale AP, Angriffspunkte vermutlich. Was geht hier? Ihr könnt nach dem gleitenden Ausweichen der Dolche AP verbrauchen, um sofort diesen Angriff folgen zu lassen. Vergrößert das Abwehrzeitfenster des Speeres. Die Ausweichrolle durch eine schnellere. Es gibt auf jeden Fall mehr Lebenspunkte dann. Warum geht es jetzt eigentlich nur in die eine Richtung weiter und nicht in die andere? Erhöht die maximale AP. Ja komm, wir nehmen erstmal das Passive gerade. Oder geht das gar nicht? Ach Moment, wir müssen. Ach so! Ach so, stopp mal, wir müssen das hier. Erschafft einen Bereich, der den Schaden verstärkt. Sturmkraft. Das ist für den Stab. Damit kann man die Waffen dann kombinieren. Einsicht, Vergrößerung und Abwehrzeitraum des Speeres oder Umkehrsprunghieb. Haltet während des Durchangriffs die Taste gedrückt, um einen Umkehrsprunghieb auszuführen und zwei aufeinanderfolgende Schläge zu einem Angriff hinzuzufügen. Klingt eigentlich ganz nett. Ja, das war jetzt der Umspringen. Also, ich habe einfach nur die Taste gedrückt gehalten. Ich mach's nochmal. Jupp. Schon. Geht das vorwärts und rückwärts? Wenn sie finished dealing with Quintus up there, tell them to hurry back to me. And keep an eye out for signs of any outsiders trespassing on the black streets. Got it, boss. Einmal ein Speicherpunkt, den können wir auch mal aktivieren. Gibt uns wieder Hitpoints. Na, da steht er schon und wartet drauf, dass ich hier vorwärts gehe. Was ist mit dem? Ach, da gibt's eine Leiter. Ach so, er kommt runter. Moment, muss ich hier vielleicht entgegenspringen? Geht auch nicht. Wie soll das denn jetzt gehen schon wieder? Wie kriege ich die Leiter darunter? Und da oben hängt auch noch was. Da wirklich erst später. Also ich kann hier hüpfen, aber halt nicht. Ne, da komme ich nicht ran. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das funktionieren soll. Moment mal, ich würde ganz gerne erstmal die Kleinen machen wollen. Die werfen mir so komisches Zeug hier. Oh, voilà.
Oh, das war knapp. Der will doch noch nicht nochmal. Jetzt haben wir nur noch dich hier. Komm her, Kollege. Den habe ich jetzt zu langsam reagiert. So, wann haut er denn zu? Dann hat er eben gar nicht mehr zu, alles klar. Er guckt halt lieber nur. Das, da hat er nicht so wirklich sich viel Mühe gegeben, jetzt mich um die Ecke zu bringen. Huch. Ja, klettern auf die schnellstmögliche Art und Weise. Da ist ein Tor, da brauchen wir sicherlich einen Schlüssel für, oder? Ach ne, da komme ich auch so rein. Ach, halt! Das ist die Abkürzung! Natürlich, das ist die Abkürzung. Das ist die andere Richtung. Mhm. Da kommen wir dann später wieder raus. Halt! Einmal hier Massenangriff. Na, da bröckelt das Mehl. Kommst du mal hier raus, bitte? Ach, jetzt lässt er sich wieder nach hinten fallen. Die Arschbombe kenne ich doch eigentlich schon. Ja, zweimal selber dabei kommen. Dann machen wir wieder eine reinschmeißen hier. Oh, Hinterhalt! Da war noch was auf. Ah, Hinterhalt! Hinterhalt! Hinterhalt, ich hab's doch gesehen. Die sind auf jeden Fall feueranfällig, so wie es scheint. Mit zwei Hits habe ich die noch bisher nicht wegbekommen gehabt. Oh, ich habe ja hier noch einen Dash-Angriff. Ja, Moment mal, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wie war das? Leicht entzündlich, ne? Leicht entzündlich. Explodiert. Wir kamen doch jetzt von hier rein, genau. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal runtergehen. Und dann sind wir wieder aus dem Ghetto. Also, ja, sind wir wieder im Ghetto. Aber ein anderer Ort. Ja, sieht trotzdem alles irgendwie ziemlich ähnlich aus. Aber warum sollte es sich jetzt auch... Ah ja, okay, das ist die nächste Abkürzung. Würde ich jetzt mal sagen. Ach nee, achte, es ist einfach nur eine Kiste. Sternitfragment. Könnte aber trotzdem eine Abkürzung sein. Ah, Moment, hier ist noch ganz viel Papier. Was aber wir nicht anschauen können, solange wir hier im Kampf fliegen. Kollege, was ist mit dir los? Schlägst du Alarm oder was soll der Spaß hier? Hat er Blums gemacht. Yeah.
So, jetzt schauen wir mal, ob wir die Dokumente noch lesen können. Genau, jetzt geht es nämlich auch. Kurzer Witz. Ein Kunde geht zum Friseur, um sich das Haar schneiden zu lassen. Der Friseur fragt, wie hätten Sie es denn gerne? Der Kunde antwortet, ruhig. Ja, und mit dem Witz verabschieden wir uns dann auch aus der heutigen Folge. Ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter im Ghetto. Da müssen wir mal gucken, ob wir den Quintus ein bisschen helfen können. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.